Hallöchen, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Zwischen-Real-Life-Video. Und zwar, wenn ihr es mir ein bisschen anseht, sehe ich nicht so ganz fit aus heute. Und darum habe ich leider schlechte Nachrichten für den Stream heute Abend. Und zwar wird es so sein, dass ich heute Abend nicht streamen kann, einfach wegen gesundheitlichen Gründen, was ich aber jetzt nicht genauer erläutern will. Oder genauer darauf eingehen möchte jetzt in diesem Video, aber ich wollte euch nur, dass ihr Bescheid wisst, dass ihr jetzt nicht die Hoffnung habt, dass heute ein Stream kommen wird. Leider wollte ich ein kleines Spezial machen mit, ja, einen kleinen Halloween-Stream, aber naja, was soll man machen, wenn es einem nicht gut geht? Mich hat es nochmal erwischt die Woche. Momentan geht es echt extrem in meiner Umgebung rum mit Grippe, mit allem drum und dran. Was halt so der Herbst mit sich bringt. Und leider hat es mich jetzt auch wieder erwischt. Einmal hat es mich ja schon mal erwischt, aber dann war es nur für ein, zwei Tage. Jetzt war ein bisschen schlimmer. Mal schauen, wie lange es bei mir dauert, bis ich dann wieder fit bin. Jetzt vor den Ferien regt mich das wirklich richtig auf. Aber naja, das Leben ist halt kein Ponyhof, meine lieben Freunde. Und deswegen wollte ich euch nur Bescheid sagen, dass es heute Abend keinen Stream geben wird. Aber ich werde auf jeden Fall heute, habe ich, dann werde ich die Zeit noch nutzen zum Voraufnehmen. Ich habe jetzt schon 7 Videos voraufgenommen mit allem drum und dran ab morgen dann. Dann werden noch Trailer zwischendrin kommen. Ein Video habe ich immer jeden Tag geplant, vielleicht auch mal zweimal schauen. Und vielleicht kriege ich es auch morgen noch hin, dass ich Trinkbox Xenoverse 2 auf jeden Fall hochladen werde. Und ja. Vielleicht schaffe ich es doch noch ein paar Parts rauszuhauen für euch. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch darauf freuen würdet, wenn ich noch doch Trainbook Xenoverse 2 ein bisschen früher auf meinen Kanal bringen würde. Und ja. Auf jeden Fall wird ein neues Naruto-Spiel auf meinem Kanal kommen vom Handy. Habe ich jetzt gerade aufgenommen. Und da werden auch ein, zwei Parts kommen. Es wird Dragon Ball Dokken Battle kommen. Es kommt Overwatch dran. Es kommt der Spezial Halloween-Part dran und so weiter und so fort. Vielleicht noch ein FIFA, ein Wrestling-Part. Mal schauen. Vielleicht auch ein Sword Art Online-Part. Wir werden sehen. Momentan muss ich ehrlich sagen, das Sword Art Online The Lost Song ist ein geiles Spiel, aber es ist irgendwie so zähflüssig. Habe ich gemerkt, ich wollte es jetzt schon die ganze Woche oft streamen, aber irgendwie habe ich die Lust an dem Spiel verloren. Da werde ich mal schauen, ob ich das Projekt vielleicht da nicht unterbrechen werde an der Stelle. Und dann Trinkbox Xenoverse 2 aktiv verspielen werde. Aber da könnt ihr mir gerne mal das in die Kommentare schreiben. Ihr habt mir in den Streams einige schon geschrieben, die selbst Sword Art Online The Lost Song gespielt haben. Selbst gesagt, dass es sehr eintönig sei. Aber wir werden mal schauen, wir kommen ja in die neue Welt. Vielleicht verändert sich da ein bisschen. Und dann werden wir das auch sehen, wie es weitergeht. Also, meine Freunde, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Kaut rein. Ihr habt es bald gepackt, nur noch ein, zwei Tage, dann habt ihr es endlich gepackt, meine lieben Freunde. Und ja, haut rein, euer Storm und tschüss.